Heute geht es bei mir um eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Die Vorlesung. Für all diejenigen vorweg, die nicht wissen, was eine Vorlesung ist, die da noch nie drin saßen, stellt euch einfach einen großen Raum vor, wo vorne jemand steht und euch 90 Minuten lang einen Vortrag hält, Texte diktiert, etwas an die Tafel schreibt und das gleichzeitig nochmal erzählt oder tatsächlich aus einem Buch vorliest, auch das kommt vor. Daher der Name Vorlesung. Auf der anderen Seite dieses Raums sitzen dann 30, 40, 100, manchmal 1000 Studierende und deren Job ist es einfach zuzuhören und mitzuschreiben, jedenfalls meistens. Manchmal gibt es tatsächlich ein bisschen Zeit, um auch Fragen zu stellen und die beantwortet zu bekommen, aber im Wesentlichen redet eben die Person da vorne. Passenderweise heißt dieser Raum dann übrigens auch meistens Hörsaal und nicht zum Beispiel Denksaal. Wäre ja auch möglich, könnte man manchmal nachdenken. Ich weiß, was ihr sagt. Das klingt alles ziemlich langweilig und eher wie eine Foltermethode aus dem Mittelalter und das ist es eigentlich auch. Vorlesungen findet ihr ja meistens an Universitäten und die sind nun mal entstanden aus Klosterschulen im Mittelalter. Und wenn ihr mich fragt, könnte einem genau das schon zu denken geben. Wie sah das damals aus? Ungefähr genau so. Das Bild ist jetzt aus dem 14. Jahrhundert und eigentlich ist das genau wie heute. Vorne liest jemand aus dem Buch vor, in den ersten Reihen wird mitgeschrieben, in den hinteren wird gequatscht. Ja, und hier hat wohl einer am Wochenende doch ein bisschen zu lange gefeiert. Dieses Vorlesen und Mitschreiben klingt zwar total blöd, hatte aber durchaus seinen Sinn, weil Bücher extrem teuer waren. Es war schon ganz praktisch, wenn einer vorne aus einem Buch vorgelesen hat, alle anderen mitgeschrieben haben und das dann zu Hause in Ruhe alles nochmal lesen konnten. In der Mitte vom 15. Jahrhundert kam Johannes Gutenberg dann nochmal auf die Idee, lasst uns doch Bücher einfach mit beweglichen Lettern drucken. Und seitdem sind die Buchpreise natürlich gefallen ohne Ende und heute kann sich die jeder leisten. Seit einer Weile gibt es dann auch noch eine neue Erfindung, die nennt sich Internet. Und in diesem Internet gibt es nicht nur Texte frei zur Verfügung, sondern Videos rauf und runter, die man sich angucken kann, wann man will, so oft man will, so schnell man will. Das Zuhören und Mitschreiben ist also eigentlich ziemlich überflüssig. Aber, was meint ihr, findet ihr auch das Vorlesen der Zeit ein bisschen hinterherhinken oder sagt ihr, nein, auch heute sind sie genau richtig? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ich habe euch einfach mal 5 Gründe zusammengestellt, warum ich glaube, dass man über Vorlesungen und Vorträge doch mal nachdenken sollte. Nummer 1. Langweilig. Dass Monokultur nicht unbedingt das Beste sind, was man sich einfallen lassen kann, ist eigentlich bekannt. Und trotzdem läuft einfach unglaublich viel an Unis über Vorlesungen und Vorträge. Nummer 2. Vorträge sind ineffizient. Dieter Wahl und Irene Gerlich-Kalkangi, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die haben das tatsächlich mal untersucht. Herr Wahl hat in seiner Vorlesung einfach 60 Minuten lang einen Vortrag gehalten und direkt im Anschluss sollten die Studierenden sagen, an was sie sich davon noch alles erinnern. Hängen geblieben von diesen ganzen Inhalten sind direkt nach dem Vortrag gerade mal 23%. Und nach 3 Wochen haben sie nochmal gefragt, was überhaupt noch von diesen Inhalten von vor 3 Wochen übrig war, 15%. Wie das alles genau gelaufen ist und wie die Zahlen zustande kommen, könnt ihr selber nochmal nachlesen. Ich habe euch da was in die Videobeschreibung reingepackt. Nummer 3. Vorträge sind sogar noch ineffizienter. Es gibt Forschungsergebnisse, die legen nahe, dass man in derselben Zeit durch Zuhören weniger Informationen aufnehmen und verarbeiten kann, als durch selber lesen. Der Faktor ist ungefähr 2. Nochmal langsam, denn ihr müsst mehr zuhören. Wenn ihr selber Texte lest, seid ihr doppelt so schnell, als wenn euch jemand das Gleiche erzählt. Und wenn man sich das mal überlegt, dann wäre es fast schlau, die Leute kommen zusammen und setzen sich in einen Raum und lesen. Komische Vorstellung, aber sagt die Forschung. Und lesen könnt ihr natürlich auch, weil ich euch wieder was in die Videobeschreibung gepackt habe, wo ihr euch die Quellen selber nochmal angucken könnt. Nummer 4. Gute Vorträge sind echt schwierig. Einige echt gute Redner, die können einen Überblick über ein Thema geben, die können Leute mitreißen, aber leider können das die wenigsten. Ich kann es jedenfalls nicht und deshalb muss ich sowas hier machen. Zurück zum Thema. Viele machen sich bei ihren Vortragsvorlesungen überhaupt keine Gedanken darüber, wen sie genau vor sich sitzen haben und was genau sie den Leuten eigentlich mitgeben wollen. Viele machen einfach PowerPoint auf, schreiben möglichst viel Text rein, nehmen noch ein Bildchen, das sie über Google gefunden haben und dann reden sie über das, was sie irgendwie da zusammengeschustert haben. Nummer 5. Leute, Präsenzzeit ist kostbar. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, da kommen also zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Raum manchmal 1000 Leute zusammen, um kollektiv zuzuhören. Leute, Präsenzzeit ist kostbar. Man kann online vor einer Veranstaltung, nach einer Veranstaltung so viele Sachen machen, da nutze ich doch die Zeit, in der ich mit anderen zusammen sein kann, irgendwie besser als zum Zuhören. Aber für sowas haben wir ja auch noch Übungen und Seminare. Klar, aber die Trennung zwischen Theorie und Praxis und drüber nachdenken und drüber diskutieren, die ist aus didaktischer Sicht sowieso komplett fragwürdig. Und wie sehen Vorlesungen und Übungen häufig aus? Vorne steht jemand und rechnet vor und alle anderen schreiben es ab. Vorne steht jemand und hält einen Vortrag über seine Hausarbeit und alle anderen hören zu. Vorne steht jemand, ihr versteht, was ich sagen will.
Mich interessiert natürlich, was denkt ihr über Vorlesungen und Vorträge? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Fände ich cool, wenn wir uns einfach mal in den Kommentaren dazu austauschen. So, heute mache ich es kurz. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wie das geht. Da unten könnt ihr mir einen Daumen nach oben oder unten da lassen, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Da spiele ich mit Essen. Da spiele ich mit meinem, ja, guten Ruf. Und abonnieren nicht vergessen. Bis demnächst. Ciao. Vorlesung. Ah!